Die Wintervorbereitung des FC Hansa Rostock wird präsentiert von Timescan. Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Timescan. Vertrauen ist gut. Zeiterfassung ist besser. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Ja, hallo liebe Hansa-Fans. Ich wünsche euch auf diesem Wege ein gesundes, ich glaube, das ist das Wichtigste, Jahr 2021. Wir sind alle gebeutelt worden im letzten Jahr. Hoffen, dass das natürlich besser wird. Also bleibt gesund, macht keine Dummheiten, haltet euch an die Regeln und dann hoffe ich, dass wir bald wieder 20.000 Zuschauer begrüßen dürfen. Ja, mein Nachbar ist so ein Knallfrosch, sag ich mal so. Ich musste um 10 mit unserem Hunden, haben wir das Auto fertig gemacht, Matratze rein. Und dann sind wir nach Brasdorf an den Leuchtturm gefahren und haben da dann noch einen Videocall gemacht mit unseren besten Freunden aus Kiel und Karlsruhe. Und dann ging das einfach mal 2 Stunden lang, bis es um 12 war. Und haben wir gar nicht mitgekriegt und war gemütliche Zweisamkeit mit meiner Frau und unseren Hunden. Und das war's. Mehr hat es nicht hergegeben und schade drum, aber so ist es halt. Ja, es ist jetzt das erste Mal, dass wir ja, so gut wie keine Pause hatten im Winter. Also mit Abschalten war jetzt wenig, auch die Woche über. Dadurch, dass man so viele Kontaktbeschränkungen hat, ist das natürlich, fühlt man sich nicht wohl und nicht frei. Deswegen war das jetzt schon was Besonderes. Aber gut, ist halt so. Wir haben es so gut es geht, haben wir was draus gemacht. Die Familie, also die Eltern haben wir noch gesehen. Und dann war es das auch schon wieder. Wir haben jetzt die letzten 3 Tage, wo wir hier waren, haben wir schon in diesem Gruppentraining haben wir schon sehr viel Wert auf Athletik und Ausdauer gelegt. Bei dem Torhüter dann mehr so Beinkraft, dass man da ausdauernd wird und dass man da vielleicht noch ein paar Zentimeterchen im Abdruck rausholen. Und ansonsten waren die 3 Tage sehr, sehr anstrengend. Dann hat man frei. Heute geht es dann schon mehr ein bisschen taktisch, schon Richtung Spiel. Und dann ab Montag geht dann vollends die Spielvorbereitung los auf Unterhagen. Also werden wir jetzt auch nichts Besonderes machen, glaube ich. Auch nicht nochmal irgendwelche Schwerpunkte setzen und die Jungs kaputt machen. Ist jetzt halt so, dass wir in der kurzen Pause nicht viel verloren haben. Und deswegen da im taktischen uns direkt auf die nächsten Gegner vorbereiten können.